Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und heute zeige ich euch die neuen Acer Swift 3 Notebooks. Wir sind extra für euch nach New York gereist. Acer hat hierher eingeladen, um uns die Notebook-Neuerungen im Gaming-Bereich und auch im Anwender- oder beziehungsweise Endanwenderbereich anzusehen. Und das ist eben das neue Swift 3 in der 14-Zoll-Variante. Gibt's auch in 15-Zoll und zwar in Gold und Silber, die haben wir da drüben links. Das ist auf jeden Fall das neue Swift 3 mit 14 Zoll Display und da gibt es einige Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger. Einerseits einmal die Farben, es wird nämlich knallbunt. Einerseits gibt es hier, da haben wir die beiden, ja, die neuesten Farben quasi. Hier ist das Blaue, ein schönes, edles Dunkelblau, würde ich sagen. Und hier haben wir ein eher rosanes Gerät mit schwarzem Scharnier, weißem, silbernen Acer-Logo. Also beides sind in Metallgehäuse gehüllt, also sieht durchaus hochwertig aus und fühlt sich auch so an, wenn ich ganz ehrlich bin. Solides Scharnier, meiner Ansicht nach noch ein bisschen zu fest, wenn man das hier so aufklappt. Und das sind eben die beiden Farben, die jetzt quasi neu sind. Es gibt noch eine rote Variante, aber die können wir leider nicht herzeigen, weil Acer die einfach hier nicht nach New York mitgebracht hat. Hier haben wir noch ein silbernes Gerät. Das ist eher das, ich sag mal, eher konservative Design, was wir da haben. Silber ist grau eigentlich. Auf der Oberseite haben wir hier so ein gebürstetes Aluminium-Design. Und wenn man das dann aufklappt, schwarze Tasten, schwarzes Scharnier und hier auch einen optionalen Fingerprint-Sensor. Kommen wir mal zur Hardware. Wir haben hier beim 14-Zoll-Modell ein Full-HD-Display, 14-Zoll Full-HD mattes IPS-Display. Dann gibt es noch Optionen für ein 4K-Display, aber eben nur bei der 15-Zoll-Variante des Acer Swift 3. Hardware-mäßig gibt es hier einen Intel Core i3-Prozessor, da beginnt das ganze Lineup und zwar bei 599 Euro. Und dann geht es rauf bis i5, 8 GB, 256 GB SSD, also die gewohnten Konfigurationen. Die wird beim Acer Swift 3 mit 14 Zoll 649 Euro kosten, hat mir Acer soeben verraten, beziehungsweise 649 US-Dollar, wenn ich ganz korrekt bin, dürfte aber beim Europreis ganz ähnlich beziehungsweise auch genau so sein. Dann gibt es natürlich Konfigurationen, die gehen weit höher hinauf und zwar bis zu Intel Core i7 Plus Prozessoren. Das heißt, das sind die Intel Core i7 Prozessoren mit eben Optane-Speicher. Bis zu 16 GB an zusätzlichen Speicher gibt es da drin. Das ist so eine Art SSD-Cache, damit eben das System insgesamt ein bisschen flüssiger läuft. Und bis zu 16 GB, bis zu 12 GB an Arbeitsspeicher hier im kleinen 14-Zoll-Modell, bis zu 16 GB beim größeren. Und optional gibt es dann auch eine NVIDIA MX 150 Grafikkarte. Die kann man dann beim i5 bzw. i7-Modell nachrüsten. Und da verspricht Acer in diesem Gesamtpaket wahrscheinlich eher bei den günstigsten Modellen bis zu 12 Stunden an Akkulaufzeit. Hier konkret werden bis zu 11 Stunden versprochen. Acer hat da eine ganz unklare Kommunikation, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier auf dem Gerät selbst steht 11 Stunden, auf dem Display und auf den Specsheets und den Pressemeldungen steht 12 und dürfte je nach Variante ganz unterschiedlich sein. Das Acer Swift 3 wirkt auf den ersten Blick sehr vielversprechend, ist durchaus gut verarbeitet, schönes, solides Metallgehäuse im oberen Mid-Range-Bereich, würde ich sagen. Da ist es zu Hause bei Preisen eben zwischen 599 und 699 Euro für die beliebtesten Modelle, würde ich mal sagen, also mit i5, 8, 256, sind natürlich Intel Core-Prozessoren der 8. Generation. Als Anschlussmöglichkeiten haben wir hier einmal einen Full-Size SD-Karten-Slot, dann einmal USB 3.1 Typ A, auf der anderen Seite einen Full-Size HDMI-Port, einen proprietären Ladeanschluss, zweimal USB 3.1 Typ A, sowie einen USB Typ C-Stecker und einen 2,5 mm Klinkenstecker. Das war es schon mal von den Anschlüssen und im Grunde auch vom Acer Swift 3. Ein schönes, durchaus vielversprechendes Gerät, dass wir uns auf jeden Fall dann auch in einem Review näher ansehen werden. Und ja, hier ist nochmal die blaue Variante, die ich hier herzeigen kann. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.